Morgen, Theater und Stressmatter, ich beginne wieder, ne? Jo, tschüss. Ungeheuer ist vieles. Nichts ist ungeheurer als der Mensch. Er bezwingt Wasser und Erde, pflanzt und jagt, besiegt und zähmt das Wild und rede wie der Wind. Das Denken lernt er. Ordnet Staaten und lenkt der Städte Schicksal. Verfällt auf schlimmes Heute, edles Morgen. Nur beim Recht der Götter endet seine Macht. Und vor dem Tod ersinnt er keine Zuflucht. Für Sie irgendwie so, können Sie das beschreiben, was eine typische Arbeitswoche, Alltagswoche für so einen Intendanten ist? Ja, das kann ich beschreiben. Die schafft man aber hier nicht so ganz, weil Sie wissen ja, dass ich im Augenblick an zwei Theatern tätig bin. Aber im Normalfall, da gibt es aber auch unterschiedliche Herangehensweise. Ich fühle mich mehr als Theaterdirektor, das heißt, dass ich versuche, mit den Spartenleitern logischerweise viel zu diskutieren und die Vorschläge von denen aufzunehmen, dann auf die Machbarkeit zu überprüfen und dann im Detail dann möglicherweise Veränderungen treffen zu müssen oder so. Dies macht aber, glaube ich, machen andere Intendanten, machen das anders. Die gehen auch teilweise daran, wenn sie sagen, ich habe folgende künstlerische Ideen. Dann liegt aber auch immer das Spannungsfeld daran, dann gibt es Intendanten, die sind mehr dem Musiktheater verhaftet, lassen einen Schauspieldirektor länger an der Leine oder so. Letztendlich geht es um die eigene grundsätzliche Idee, die man von Theater hat. Meine ist, dass ich sage, in Städten dieser Größenordnung, wie Neustrelitz, wie Schwerin, aber genauso wie Lübeck, Rostock oder Magdeburg oder so, kann nur die Aufgabe sein, ein möglichst breit gefächertes Programm zu erarbeiten, um möglichst alle Klientele, die man hat, die ja unterschiedlich sind, einer Stadt zu erfassen, damit Theater angeboten, aber auch angenommen wird. Das heißt nicht das übliche, sag mal, einem Theaterdirektor unterstellend, ach, der spielt für die Kasse oder so. Da ist ein ganz anderer Zusammenhang für mich persönlich dabei. Wenn ich nicht Publikum erreiche, dann brauche ich kein Theater in der Stadt. Da. 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 Der Diener zwei Herren, was da? Toi, 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 ach so. Fach! Guten Tag. Oh, hast du Äpfel mit oder wann? Die Zeitung muss noch wieder mit. 160, ach so, ja, ja, schick mal. Die Jungen können alle, ich nehme auch schon was mit. Unser Fernseher ist noch nicht da. Habt ihr keine Zeitung mit hochgebracht? Du habt da keine Zeitung mit hochgebracht? Ja, doch. Zeitung. Aber die hat er mir nicht gegeben. Zeitung. Das hasse ich so beim Schauspiel. Bitte nicht. Die Türen sind alle gerade repariert. Ach, nee, nee, nee.
Christian, hier müssen noch mal welche kommen. Ne? Hier sind Bus bis 13 geht das. Ja, ja. Ach so, du wolltest ja von mir wissen. Haben wir gar keinen Spielplan. Hier kannst du dich aufschreiben. Mittig wäre es noch 9. Reihe möglich, aber auch vorne 2. Reihe, wenn Sie wollen. Hört sich besser an, ne? Genau. Okay. Haben Sie bei uns schon mal Karten bestellt? Gut, dann machen wir es einfach mal neu, ne? Also, der Name ist... Die Verbindung untereinander, ob das jetzt Tänzer sind, Schauspieler oder Sänger, das war eine andere. Ja, wir haben also Leute hier im Theater gehabt, die waren 15, 20, 25 Jahre hier engagiert. Das bringt eine andere Bindung als heute. Heute werden ja kaum noch längere Verträge, das sind Stückverträge oder sonst was. Und dann hast du die Leute ein halbes Jahr hier. Also fürs Theater, fürs Publikum ist es Nachteil heute. Was natürlich dem widerspricht, ist, wir haben heute natürlich Leute, die sonst zu DDR-Zeiten nie gekommen wären, auch von der Klasse her. Ne, denn wenn man sich das Ensemble anguckt und auch was mal war vor 2, 3 Jahren, dann ist das schon eine Weiterentwicklung. Aber, das ist meine persönliche Meinung, auf Kosten des Zusammenhalts. Ne? Türen. Aber niemand darf besitzen. Oh.
Mir ist es möglich, Sie zu trösten. Nur Silvio kann mich trösten. So wie er kann ich Sie nicht trösten. Aber ich kann zu Ihrem Glück beitragen. Sie wollen mich quälen, obwohl ich in einer beinahe unglücklichen Deutlichkeit mit Ihnen spreche! Acht ab. Wer ist Signor Pantalone? Ich danke dir. Signor Pantalone sollte längst mit dem Geld hier sein. Ich brauche dringend das Geld. Den Blatt bis aufs Hemd. Das ist nochmal gut gegangen. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer ersten Matinee in dieser Spielzeit, zur ersten Schauspielpremiere der Diener zweier Herren von Carlo Goldoni, hier im frisch heilrenovierten Landestheater. Am Freitag ist das Foyer draußen, die Kassenhalle, fertig geworden, sodass Sie heute wirklich auch schön zu uns finden konnten. Ich möchte Ihnen erstmal die Beteiligten vorstellen, die hier heute Morgen mit mir zusammen durch diese Matinee führen werden. Ich fange mal zu meiner Rechten an, ganz außen Michael Goralczyk. Er spielt den Silvio, Thomas Pötsch spielt den Dottore, Fabian Quast spielt Brigella, Lisa Voss spielt Beatrice. Tritt aber am Anfang als Mann auf unter dem Namen Federico. Wie soll das sein? Was für sich im Leben etwas Schönes zu haben, das spielt für den Truffaldino eigentlich die größte Rolle. Und dem ordnen wir eigentlich, oder ordne ich oder wir gemeinsam, das Spiel unter. Der Truffaldino ist eine Figur, der eigentlich nicht viel Lust hat zu arbeiten, aber er hat nichts zu essen und er muss arbeiten. Das ist für mich kein Regiestück. Also es ist nicht so, dass man unten sitzt und alles weiß, sondern es geht nur gemeinsam, diese Situationen zu finden, was da gelingen kann. Und insofern bin ich den Schauspielern auch sehr dankbar, dass sie sich auf diese Arbeit auch in diesem Sinne einlassen. Ja, haben Sie irgendwelche Fragen? Möchten Sie noch etwas wissen? Oder was erwarten Sie sich denn von dem Abend? Ich meine, hat der Goldoni Geburtstag, oder es gibt ja immer so Anlässe auch. Was ist denn Ihre, was hat denn den? Also ich glaube, der Schauspieler, der liebt dieses Stück sehr und hat es einfach in den Spielplan genommen. Ja, klar. Das ist ja auch die Zeit der Diener zweier Herren. Also das muss man ja auch, das ist ja. Also ich meine, heutzutage hat ja jeder irgendwie zwei Jobs, um überleben zu können. Und vielleicht ist das ja auch so ein Anlass gewesen, das zu nehmen. Ja, also gerade sowas ist natürlich immer wieder aktuell. Und ich meine, mit so einer schönen klassischen Komödie die Spielzeit zu eröffnen, ist natürlich auch immer einfach schön fürs Publikum. Und von daher ist das natürlich immer ein beliebtes Mittel. Sächsisch. Noch andere Vorschläge? Spanisch. Was höre ich da? Italienisch, das ist ein guter Vorschlag. In tutte lingue lo vorrei cantare, su tutti gli strumenti suonare, provare il mio amore, perché ti amo. Man muss immer überlegen, wenn dieses Konstrukt des Theaters, was ja politisch gesehen, möchte ich jetzt also fast mal der Politik unterstellen, dass es da ein Kalkül gibt, dass man die Kunst und die Kultur so weit beschneidet, dass die irgendwann nicht mehr existieren kann. So. Und solange Theater, Operette oder Musiktheater, Theater, Orchester, solange es die gibt, muss man, glaube ich, alles dafür tun, dass die auch irgendwie bleiben. Weil wenn das irgendwann mal wegfällt, dann hört unsere Kultur irgendwann auch auf zu existieren. So, also weil
die Leute jetzt, was weiß ich, in Dresden, in Leipzig, in Bonn oder wo sie alle auf die Straßen gehen und sagen, wir wollen ja den Islam nicht und wir wollen keine fremden Kulturen, wir wollen nur unsere eigene Kultur. Die haben alle vergessen, darüber mal zu diskutieren, dass wir überhaupt nichts mehr dafür tun, dass wir unsere eigene Kultur fördern. Und wir als Kulturschaffende sind die Letzten, oder sind vielleicht genau die, irgendwie, die darauf achten müssen, dass das nicht aus den Köpfen rauskommt irgendwie. Und dass das Gesprächsthema bleibt. Und dazu ist es halt zum Beispiel auch total wichtig, in einer kleinen Stadt wie Neustrelitz zu sein, zu bleiben und zu sagen, ich mache hier Theater, weil hier genauso wie in jeder anderen Stadt irgendwie Theater hingehört. Einfach um die kulturelle Vielfalt zu wahren und zu bereichern, zu bilden, zu halten und zu fördern. Wobei ich dazu noch sagen möchte, irgendwie, dass ich das ja wunderbar finde, je mehr Ausländer noch dazukommen, desto reichhaltiger wird eine Kultur. Und wir sind auch nur diese Kultur geworden, weil wir unheimlich viele Einflüsse aus dem Islam haben. Aber dazu müsste man auch noch ein Buch mehr lesen, glaube ich. Die haben in Schwerin gesagt, das ist so. Und wenn man sich da nicht dran hält, dann kann es passieren, dann sagen die, dann drehen die den Hahn zu. Das sind ihre Auflagen. Die setzen am längeren Hebel. Die haben das Geld. Und wenn die den Hahn zudrehen, dann kannst du das Brett zumachen. Dann hat sich das erledigt. Dann kann der Intendant hingehen und insolvent anmelden. Das ist Fakt, ist das, ne? Also. Wir hoffen, dass sich da irgendwie gütig einigen und dass so wenig wie möglich auf der Strecke bleibt, muss ich sagen. Also, es wäre schade. Und wir haben schon genug Federn gelassen, über die ganzen Jahre, ne? Solange von Wendezeiten an. So, da ging es ja richtig, da ging es ja los, da ging es ja zur Sache. Kultur, wozu brauchen wir denn Kultur in Deutschland? Oh, ich habe da mal einen Spruch drauf, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich sag, beim Großherzog bzw. Kaiser haben wir ein Theater gehabt. Bei Nazis, bei Hitler gab es ein Theater. Und bei Kommunisten gab es auch ein Theater. Und es wurde Theater gespielt. Und jetzt, bei der großen Bundesrepublik Deutschland, ist das nicht möglich? Ey, da fragst du dich doch, ey, wo bist du im verkehrten Film? Für allen Scheiß wird Geld ausgegeben. Nee, das ist meine Meinung. Die sage ich auch. Ne? Ja. Thank you.
Ja. Peter auch. Tschüssi. Durch den Brief von Frau Sie. Das ist ein Hammer. Na klar. Habt ihr noch mit? Ja, also sozusagen spürbar ist sowas ja in Zeiten wie unserem Spätkapitalismus immer erstmal nicht, weil sozusagen im Kapitalismus jeder immer gucken muss, dass die Kohle reinkommt, dass er überlebt, dass er einen Job hat oder keinen Job hat. Wie kriege ich das mit der Kohle hin? Geht es den Kindern gut? Geht es mir gut? Was sagt der Arzt? Es geht immer erstmal um dieses kapitalistisch geprägte Überleben. Geld ist das Hauptinstrument. Aber indirekt und unterbewusst zunehmend wird sich das total auswirken, weil in dem Moment, wo so ein Ort, also so eine Stadt wie Neustrelitz einen Ort wie ein Theater hat, gibt es immer einen verabredeten Ort, wo man Leute hinbringen kann, hinholen kann, die Künstler hinbringen, die Stadt. Oder eben auch du einfach sagst zu deinem Nachbarn, komm mal mit, ey, die haben gerade geile Schauspiele, die machen, warten auf Kudos, wird lustig, ich sag's dir. Und man einfach jemanden mitschleppt und Theater in seiner Art, sich zu zeigen, ob jetzt Musiktheater oder Schauspiel, ist immer, bespielt immer eine Grunderfahrung. Es ist nie die direkte Erfahrung, die erlebt man, das ist so wie jetzt ein Gespräch, das ist real, situativ in diesem Moment. Aber das, was Theater mit einem macht, ist immer indirekt und das geht viel mehr schon ins Gemüt. Und wenn das weggeht, also die geistig-kulturelle und auch empathische Bildung, also Kulturbildung, wenn das verschwindet, das klingt so trocken, das tausendmal gesagt hat, dann ist das natürlich, klingt das jetzt alles so trocken, weil man es tausendmal gehört hat. Es ist aber auf lange Frist gesehen wie wenn man einen Acker abbrennt. Der Boden ist im Arsch für lange Zeit. Und in dem Fall der soziale und kulturelle Boden. Das ist der einzige Ort in unserer Gesellschaft. Der einzige ist nicht das Fernsehen oder das Radio. Das Theater ist der einzige Ort, wo diese Liberalität und diese humanistische Liberalität, in der wir leben, die beste Gesellschaftsordnung ist, die es gibt. Weil jeder so frei sein kann, wie er will. Und so reden kann, wie er will. Und so denken kann, wie er will. Alle sind sie tot, nur wir sind noch am Leben. Und jetzt willst du, dass wir zugrunde gehen, gesteinigt, weil wir des neuen Königs Macht nicht achten und übertreten sein Gesetz. Nein, nein. Dann ist es so. Nicht mir zuliebe weite ich dich ein, sondern um deinetwillen. Ich tu's auch ohne dich. Antigone! Lass, unseren Bruder begrabe ich allein. Und schön wird mir nach solcher Tat der Tod. Von ihm geliebt, lieg ich bei ihm, dem Liebsten der Stadt, einer Verbrecherin der Unterwelt gehorsam. Du sagst, das kommt noch, das ist der Tod. Du sagst jetzt zu ihm, zu Krähen, und du fragst jetzt mal, sag mal, wie können wir denn die Stadt retten? Wie können wir denn nicht halten? Das heißt, dass die mit Steinen geworfen wird, bis sie tot ist. Ne? So brutal ist das. So, und was macht der Kreon? Der ahnt nichts davon. Die geht heimlich hin, ist schon tot. Kreon ist natürlich furchtbar getroffen und traurig. Was passiert? Die beiden Söhne kämpfen trotzdem gegeneinander, sterben, sind tot. Die Kinder stellen sich mal vor die Eltern. Halt mal die Schilder so hoch. So. Genau, okay. Also das sind die vier Kinder. Was passiert jetzt mit den beiden Söhnen? Die schreiben sich. Bitte sagen mal die Söhne. Wir gehen jetzt in unterschiedliche... Nee, wir streiten uns in der Stellung und sowas. Ja. Genau. Jetzt sprechen wir mal diesen einen Text. Ne? Du sagst noch den Schlusstext alleine dran. Und wir atmen von euch an. Du? Okay. Oder soll ich anatmen? Nein, ich atme mit euch. Okay, gut. Also, soll ich mitsprechen? Ungeheuer ist vieles. Nichts ist ungeheurer als der Mensch. Er bezwingt Wasser und Erde. Das finde ich ist auch eine Qualität, die so ein Haus haben soll. Aber ich sehe, Theater wird so sowieso nicht mehr lang funktionieren, wenn wir es so betreiben, wie wir es von früher gewohnt sind. Also für mich gehören da ganz andere Dinge dazu. Dass man hier Seminare macht für Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, dass man eine Sommerakademie aufbaut, dass wir müssten viel aktiver sein, auch was die Theaterpädagogik betrifft, ist das mit einer
Theaterpädagogin nicht zu leisten. Und wenn da die Theater nicht stärker in diese Richtung arbeiten, dann wird man sie nicht mehr brauchen. Nur zu spielen reicht nicht mehr. Menschen geschrieben? Oder ein Mensch, der Sophokles, der vor 2500 Jahren hat er das geschrieben. Und das Verrückte daran ist, dass uns das alles heute noch so bekannt vorkommt, dass wir da auch die Probleme, die da drin sind, der Streit zwischen Vater und Sohn, der Streit mit den Schwestern, dass uns das stört, dass alles das Geld die Welt regiert, dass wir Angst haben davor, wie sich die Menschheit entwickelt mit all ihren Erfindungen, dass das alles vor 2500 Jahren auch schon so war. Dass die sich auch schon gedacht haben, der Mensch ist ein Ungeheuer, ne? So mit der ganzen Entwicklung, die wir haben. Wir haben ja schon überlegt, was ist denn in dem Text drin? Ungeheuer ist vieles, nichts ist ungeheurer als der Mensch. Er bezwingt Wasser und Erde, pflanzt und jagt. Wir können schon Embryos nachzüchten, die Technik entwickelt sich immer weiter. Eigentlich ist es fast noch schlimmer als vor 2500 Jahren. Und deshalb habe ich ja auch Erwachsene und Kinder in dem Stück drin, dass man sieht, von einer Generation in die nächste geht dasselbe immer wieder weiter. Immer dieselben Themen. Hey! Hey! Hu! Ha! Oh! Hey! Hi! Ha! Hey! Hey! Swish! 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 Swish, 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 swish. Also Kinder reagieren ja immer sofort pur. So. Und es gab letztes Jahr im Weihnachtsmärchen so eine Stelle, wo wir auch direkt mit den Kindern gesprochen haben und wir haben denen eine Frage gestellt. Und anstatt erstmal auf die Frage zu antworten, war ein Junge da, der so meinte, wartet mal kurz, ich muss euch mal was sagen. Amanda und ich und meine Kollegin und ich so, ja, okay, sag uns mal was. Und dann meinte dann total niedlich, ich finde euch total witzig. Ja. Am Ende, schönen Abend, Ihre Valentina Wittler. Herzlich. Valentina Wittler. Valentine. 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 Aber es heißt doch Valentina. Valentine. Wir sagen jetzt Valentine wegen Tine Wittler. Wer ist denn Tine Wittler? Tine Wittler ist dieser. Oh, du kennst Tine Wittler nicht. Dann habe ich Silvia gerufen, nach der Soufflöse. Und die dann nicht reagiert hat. So, das war dann wieder der nächste Lacher vom Publikum. Und so ging es immer weiter, bis ich dann irgendwie so dadurch, dass so die Spannung dann irgendwie aufgelöst wurde durch das Lachen und auch dadurch, dass das Publikum das verziehen hat, kam ich dann irgendwie so zu der Ruhe, dass ich dann zumindest halbwegs inhaltlich diesen Text dann wieder, dass er mir wieder einfiel. So, und das hat dann irgendwie noch so eine Minute nachgewirkt oder so, wo man dann immer noch so darüber geschmunzelt hat und das Publikum auch. Es gab auch Szenenapplaus und so. Das war total abgefahren. Also ich habe immer Angst gehabt vor einem Blackout, aber wenn jedes Blackout so läuft, dann bin ich sehr zufrieden. Das war echt cool, das hat Spaß gemacht. Und dann lief es weiter. Und dann läuft die Vorstellung ganz normal weiter. Das ist, ja, wie gesagt, in dem Moment war es das Schlimmste, was ich je erlebt habe eigentlich. So. Und im Nachhinein ist es eigentlich mit die geilste Erfahrung bis jetzt. So. Einmal zu gucken, wie kommst du jetzt aus dieser Scheiße raus? Ist schon cool. Und das mag ich eben so, dieses Unberechenbare. Und in dem Moment dann damit umgehen müssen. So. Das ist das unheimlich Spannende, finde ich. Auch, dass jede Vorstellung anders ist und so, das ist, mag ich. Ich mag das so, das auch immer wieder neu zu untersuchen während einer Vorstellung oder so, was noch irgendwie möglich ist. Das geht natürlich irgendwie mit Leuten, wenn du wirklich nur zu zweit auf der Bühne bist, hast du da viel mehr Möglichkeiten, weil du dich nur auf den einen Partner konzentrieren musst. Was mit Micha zum Beispiel total gut funktioniert hat bei offenen Zweierbeziehungen. Das war echt toll. Das hat sich unheimlich entwickelt innerhalb des, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre, glaube ich, haben wir das gespielt. Das war schön. Okay. Schön Zahnpastalettchen. Ja. Das war also unser Alles fürs Herz Beitrag über Jörg und Amelie, die sich nach zahlreichen Irrungen und Wirrungen nun doch endlich im Hafen der Liebe wiedergefunden haben. Und wenn ich mich so bei ihnen umsehe, blicke ich in viele angerührte Gesichter,
sehe den einen oder anderen noch verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Hat Ihnen die Geschichte von Jörg und Amelie gefallen? Ja. Applaus für Lisa. Jetzt haben wir alles. Ja. Ich hab alles. Ja, wir haben alles. Und es geht ja nicht mehr. Uns ist in alten Meeren wunders viel geseit, von Helden, Lobbebären, von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten, von Weinen und Klagen, von kühner Reckenstreten, möge dir nun Wunder hören sagen. Das ist, ich glaube, das Einzige, was als Menschen wir können, ist, eine Erben zu geben, so Kultur. Ich bin hier so kritisierend, einfach die Politik, wie sie es machen, aber ich finde es schade. Da haben eine große Kultur und es ist nicht anerkannt. Es ist nicht anerkannt. Ich glaube, das ist eine Entscheidung von der Leitung, was wir denn es ist, da übernehmen oder so. Und bei uns der einzige, was bleibt, ist es einfach unsere Arbeit gut ist möglich zu machen so. Ja. Ich bin Kinder.
Pause in 156. Das eigentlich steht da keine. Sie müssen da atmen, das ist mir klar. Aber die ist jetzt unterschiedlich lang. Ja? Ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit, als da wirklich eine Viertelpause zu machen. Dann machen wir eine gleichmäßige Viertelpause. Bitte für alle eintragen, 156. Viertelnote, Viertelpause. Dann kriegen wir das. Szene und habe ich nur ein Wort. Das ist interessant. Da singt der Violetta Astronom und dann kommt das hier den Klavier dazu sozusagen und ich singe Hawaii. Das war's. Ich muss dann noch mal hier den Wänden und sich mal öffnen und sehen wir. Guck mal, das hier ist die Brief an Frau Staatsministerin Grüter zum Beispiel. Dann siehst du noch hier, wenn das ist der Brief an Herr Dr. Gysi, dass ich hier unten auch mal gesagt habe, sehr geehrter Herr Dr. Gysi, ich schreibe Ihnen, weil Ihre Partei, die Linke, sich gegenwärtig als einzige Kraft gegen den in meinem Brief geschilderten Theaterabbau in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem aber in Ostschelitz, standhaft wendet. Ich habe die DDR natürlich nicht mehr persönlich erlebt, weiß aber aus Gesprächen mit Kollegen, dass trotz begrenzter Mittel in der DDR die Kultur stets umfassend gefördert und kein Theater geschlossen wurde. Es wundert mich, dass dies heutzutage in der reichen Bundesrepublik möglich ist. Es ist Unrecht und kommt. Und man wehrt sich dagegen, aber passiert nicht. Weißt du? Das ist, ich glaube, so eine leichte Depression haben wir alle. Aber wir versuchen noch zusammenhalten. Ich finde, unsere Opernchor, die Stimmung jetzt, dass die Kollegen so eng noch zusammenhalten. Wir hatten so eine kleine Zusammenkunft gehabt vor dem Urlaub nach Dolly. Da sind alle hier gekommen. Andreas und ich, wir haben gesagt, Leute, wir haben jetzt dieses Jahr neue Wohnung hier, ne? Und kommt ihr alle hier? Machen wir eine Party. Und ich fand das so toll, dass alle meine Kollegen gekommen sind. So was hatten wir in diese 8 Jahre, dass ich hier bin, hatten wir nicht.
Da gab es immer so, ach, Befindlichkeiten, immer so, nur wenn der andere kommt, komme ich nicht oder so. Aber jetzt diese Zusammenkunft und dass alle hier waren und da waren wir zusammen. Und trotz in diese schweren Zeiten, in diese Zeit, dass jede Sekunde, jede Stunde kann alles vorbei sein. Aber wir sind noch enger zusammen und versuchen wir Spaß haben. Ich habe schon die Heiterkeit gehört. Wo ist die Heiterkeit? Lass mich hier ist die Heiterkeit. Haben Sie schon wieder zugenommen? Oh, Herr Lachen. Entwickelt haben wir das gerade genannt. Das ist alles Entwicklung. Naja. Aha. Wir tasten uns mal ran. Ach, schön blau. Das mag ich. Nein. Nee. Man sieht, wo ich normalerweise zu Hause bin. Ich wollte gerade sagen. Beinahe auf Dame geschlossen. Habt ihr mal eine Schere? Dass wir die mal aufschneiden können und mal hoch. Eine scharfe. Ja, ein scharfes Messer hin. Können Sie mich aufschneiden? Was ist mit der anderen? Die ist noch kleiner. Also hier könnte man eine Reihe draus machen. Nein, kann man die nach vorne bestimmt schieben, oder? Könnte man sonst. Alles ist mal alles betroffen. Zwei Reihen macht ihr in einer Reihe. Ja, natürlich. Das ist Theater. So. Ja, gut. Aber gut, wir fangen ja an. Wir fangen ja an. Das ist ja erstmal der erste Gang hier. Guck mal wieder, da sind noch die Heftfäden drin. Tja, kein Wunder, dass die wiederkommen. Gut, wenn wir sie wieder verwenden. Ich meine, das ist das Ziel, ne? Mhm. Ich meine, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, ja gut. Ob wir damit hinkommen, weiß ich nicht. Ja. Gut, aber das ist jetzt andere Farbe. Also die Farbe ist nicht unbedingt. Die Farbe ist nicht unbedingt. Mhm. Diese Menschen hier, die haben mir was gegeben, die haben mir was geschenkt. Und das hat. Es ist das so, dass die haben was mir geschenkt haben, dass ich mich hier zu Hause fühle. Dass für mich diese Neustrelitz, diese Mecklenburg Heimat geworden ist, es ist nicht selbstverständlich. Als ich letztes Jahr nach 7 Jahren zu Hause war im Iran, ich habe jede Sekunde, jede Minute habe ich Neustrelitz vermisst. Und das ist interessant, als das Flugzeug wieder, als ich zurückkam, Flugzeug, sagen wir, die Landebahn vom Tegel Flughafen, angetreten hat, so nach, ach, ich bin zu Hause. Ne? Und da kam ich wieder nach Neustrelitz. Und hier ist für mich Heimat geworden. Und alle diese Menschen, die hier sind, sind für mich Familie geworden. Manchmal, meine Eltern sind manchmal sehr neidisch sogar. Aber die haben mir was geschenkt. Und ich glaube, wenn ich irgendwie in so einer Großstadt wie Köln oder München oder sogar auch Berlin oder so gewesen wäre, wäre das nicht gekommen. Aber hier, diese Landschaft und diese einfachen Menschen und diese ehrlichen Menschen. Weißt du, die Mecklenburgen sind bekannt, dass die so ruhig sind und so relaxed sind und so. Aber die haben ein Herz, glaube ich. Und wenn die dich akzeptieren in diesem Herz, dann ist alles gut.
den Marco. Wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade Theater machen, schaffen wir uns selbst in die Bedeutungslosigkeit. Theater alleine nur als Unterhaltungsmedium ist viel zu wenig. Warum werden nicht Leute hinzugezogen, die aus innerem Bedürfnis Fantasie haben und Kreativität haben? Warum werden die nicht mit hinzugezogen, Visionen für ein zukünftiges Miteinander zu entwickeln? Ich finde das ganz wichtig, dass man so wieder Hoffnung bringt ins Theater, dass man Geschichten erzählt, die den Menschen Kraft geben, die den Menschen Hoffnung machen. Wie könnte das denn aussehen, eine neue Gesellschaftsordnung? Dieses am Ende, man merkt es überall. Wie kann ein neues menschliches Miteinander funktionieren? Was können wir dazu beitragen? Wie erzählen wir neue Geschichten, dass die Menschen nach Hause gehen und darüber nachdenken, vielleicht ihre Ängste abzulegen, die sie jetzt so viel haben gerade? Also solche Themen müssen wir bearbeiten können. Das können wir aber nicht, wenn wir einen Spielplan zur Seite gestellt kriegen, wo ganz hintereinander weg 11 Produktionen, in diesem ist jetzt als Beispiel, in dieser Spielzeit machen 11 Schauspieler 11 Produktionen in einer Spielzeit. Das heißt, es wird produziert, richtig produziert, wie am Fließband produziert. Am Sonnabend ist Premiere, am Montag fängt ein neues Stück an. 6 Wochen Probenzeit, dann ist am Sonntag Premiere, am Montag fängt ein neues Stück an. Also es ist die Regel. So funktioniert nicht Kunst. Man sagt eigentlich so im deutschen Theatersystem, so groß wie die Städte sind, so viele Besucher hat man im Theater. Wir haben entscheidend mehr, weil alle Gott sei Dank gerne ins Theater gehen. Und da dieses Haus im Vorderhaus total neu denkbar fliegerisch gemacht ist, nehmen Sie einfach zur Kenntnis, Kassenfoyer gemacht, Rangfoyer gemacht, mit Denkmalpflege, alles perfekt. Alles muss sich ändern, damit es bleiben kann, wie es ist. Ich glaube, das ist ein Zitat und das trage ich ganz gerne vor heute und insofern ein symbolischer Schritt dafür, dass es dann auch so bleiben kann, wie es ist. So soll es sein. Kreise steuern, jetzt können wir 1024. Also es wird sich lichtmäßig, glaube ich, in dieser Zeit hier einiges ändern. Wir können ein bisschen mehr machen, alles ein bisschen schicker machen, noch mehr mit Farben arbeiten, mit Multifunktionssachen. Also seien Sie gespannt. Hänsel und Gretel ist das erste größere Stück, was kommt. Da wird es, denke ich mal, schon in Richtung Hänsel und Gretel gehen. Also das wird schon, glaube ich, eine schöne Sache werden.
sag mal, uns persönlich als Tänzer, ich meine, uns Jüngere, für uns ist das was anderes, diese ganze Situation, weil wir können, wir haben hier keine Familie, wir haben hier keine Häuser, keine Sachen, die uns halt hier jetzt großartig binden. Das haben wir nicht so stark wie jetzt Leute, die schon Ewigkeiten hier sind und die hier ihre Familie haben und alles. Und was das angeht, könnten wir halt immer, wir haben für uns persönlich natürlich immer dieses, wir können uns auch woanders bewerben, haben wir irgendwo noch in der Hand. Aber für mich ist es eher für die Stadt so traurig einfach, dass sie das schließen wollen, weil wenn das Theater weg ist, okay, sie haben noch den TSG, ja. Aber mehr haben sie dann auch nicht. Und dann werden hier noch weniger Leute hinkommen. Und das für die Stadt im Allgemeinen finde ich das einfach so eine Schande. Und das ist das, was mich so nervt. Und dass die Politiker halt, ich bin wirklich so, dass ich jetzt sage, wisst ihr was, schließt das Dach, macht doch und guckt in 10 Jahren und dann wohnt hier keiner mehr und dann habt ihr dann davon einfach. Fünf Stück oder sechs, ja, mittlerweile, ja, haben so einen Unterricht. Die Große spielt Gitarre, war ihr Wunschgerät. Der Zweite spielt Cello, weil er meinte, also war in der evangelischen Schule und da mussten mal Geige spielen oder Cello. Und die Cellisten haben den Vorteil, dass sie sitzen können und hat er gesagt, er will Cello spielen. Na gut, jetzt sind wir beim Cello geblieben eine Weile, ja. Ja, und Nummer drei möchte unbedingt Querflöte spielen oder wollte und jetzt spielt sie auch Querflöte, ja. Und auch, also das ist die Priscilla und die Klavier spielt sie auch. Florenz Naemi hat mit Cello angefangen über Geige und ist jetzt bei Bratsche gelandet. Und spielt auch Klavier, ja. Nummer 4 spielt, also Jeska spielt, Nummer 5 ist das schon, ja. Spielt Geige. Ja, und Nummer 6 ist die Letizia Philomena, die hat sich so sehr animiert gefühlt von den ganzen Geigen und Bratschen und die spielt jetzt auch Geige. Haben wir da so eine 16. Geige besorgt, ja. Ja, na klar, es ist schön, wenn man mit der Sache, die man eigentlich gerne macht, also Tuba spielt in dem Fall, auch noch leben darf. Also sprich, das als hauptberuflich machen darf und dass man da auch so einen Anlass dafür hat. Also sprich, man kann zur Arbeit fahren. Das ist schon, sag ich mal, heutzutage eine schöne Sache. Darüber darf man sich schon freuen, sag ich mal. Weil ich glaube, das ist nicht so als Musik, als Berufsmusiker sowieso nicht. Also, oder wenn man Mensch ist, der mit Musik leben möchte oder sein Einkommen hat, ist das ja schon eine tolle Sache. Kommt nicht so oft vor. Also die die Arbeitsplatzsituation deutschlandweit, wie auch immer, ist ja eher rückläufig als dass irgendwo Stellen aufgemacht werden. Also, dass Kultur auf dem grünen Zweig ist, so dass es nur vorwärts geht. Also, das ist ja. Darum sitzen wir ja auch hier. Ist das nicht so. Ja.
Seite mit das Ohr rein. Dazu. Kann ich Ihnen nämlich auch zeigen, hier wo denn die Montur aufgezeichnet ist, wie die Perücke denn. Du musst bloß sagen, wir denn von vorne auf. Ja, okay. Ne, von hinten. So. Ach so, jetzt von mir. Ja. Wir machen es einfach mal so. Weiter nach hinten. Weiter, weiter, weiter. Und hat von lauter Purpur ein Männlein um. Sagt wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. Huhu, erste Strophe. Das Männlein steht im Walde auf einem Bein und hat auf seinem Kopfe schwarz Käpplein klein. Sagt wer mag das Männlein sein, das da steht auf einem Bein mit dem kleinen schwarzen Käppelein. Das hast du wirklich schön gemacht hier mit dem Uniform. Und kein Sommersprossen zum Anfang. Es fehlt einfach ein bisschen. Okay, na dann. Gut. Danke sehr. Und soll ich in der Pause wieder hochkommen? Oder? Ja, komm dann einfach mal. Gut. Hallo! Tja, welches Foto schneide ich? Von hierher war das Theater der Ort, auf dem sich die Wirklichkeit zuweilen spielt. Das Theater ist aber auch der letzte Freiraum, auf dem zumindest für einen Zeitsprung die Wirklichkeit so gezeigt werden darf, wie sie sein könnte oder wie sie sein sollte. Der heutige Abend schließt mit dem Chor, wenn die Not aufs Höchste steigt, Gott der Herr sich gnädig zu uns neigt. Wir sind da, wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen und überhaupt danke. Thank you.
Das Grundinteresse ist immer zu gucken, an welchem Ort ist man und was ist da möglich und was ist richtig für den Moment, wo man es tut. Das kann morgen schon anders sein. Ja? Zum Schluss gilt natürlich, dass man ein größtmögliches Potenzial ans Publikum gewinnen will. Ja? Und das finde ich erstmal, ist ja nicht verwerflich. Ja? Und dazu gehört eben auch, dass man Operette Musical macht. Ich bin da ja auch nicht festgelegt. Ich widme mich allen drei Dingen, Oper, Operette Musical, gleichermaßen gerne. Ich möchte nicht nur das eine machen. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man für sich beweglich bleibt und im Kopf beweglich bleibt. Spiele, was finanziell möglich ist, vielleicht auch die Möglichkeit, mal zu spielen, was braucht diese Gesellschaft an Kultur. Ja? Und wenn das dann doch wieder zum Hauptthema wird und nicht die Besitzstandswahrungskämpfe einzelner betroffener Städte, dann gibt es vielleicht doch eine Hoffnung, die dazu führt, es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Da gebe ich mich keine Illusion nieder. Das ist auch gut, Bewegung ist gut. Und Veränderung tut zuweilen auch gut, weil es manchmal auch ein Reinigerprozess sein kann. Aber ich fände es schön, wie gesagt, wenn es doch diesen runden Tisch dann irgendwie gäbe und alle sagen würden, das ist das, was wir haben, was können wir größtmöglichst damit tun? Menschen gedacht und geschrieben ist gefühlsmäßig. Ja? Und das dürfen wir nicht vergessen, wo das Stück herkommt. Ist, was ich meine?
sehr gut hochkommen, Schultern, Schluppen, alles ist entspannt. Nochmal einatmen. Und jetzt. Ja. Und was haben die Rippen gemacht? Sind die reingegangen? Nee, eigentlich nicht. Nee, gut, okay. Steißbein. Auf der Steißbein kommt, dass man da eine dritte Beine hat und man kann sich dann darauf stabilisieren. Das, ja, anlehnen. Perfekt. Sehr gut. Na, 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 na. Sehr gut. Und dann, das hast du intuitiv gemacht, in den hohen Tönen noch mehr in diese Anlehnung dafür reingeben. Es wird dich halten. Es, du kannst es vertrauen. Ja. Noch mehr. Noch mehr vertrauen. Na, 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 na. Ja! You found it! That's really good! Na, 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 na. Ja! This is a big deal! Dürfen wir schon einrufen, Technik? Herr Martin hat darum gebeten, dass die Technik auch noch eine Zigarette brauchen darf. Denn die haben ja bis zum Schluss oben im Schnürboden gehangen. Jetzt umgebaut. Und wann beginnt denn die Zigarettenpause für euch? Wenn wir fertig sind mit Umbau. Gut. Detlef, schick mal Jörg bitte her. Wollt ihr da oben noch? Ich mach das auch. Ich So, da muss ein Zeichen sein. Nein, das ist nur eine Frage, das ist nicht unter Druck setzen. Nur eine Frage, sag in 5 Minuten, in 10 Minuten, dann ist okay. Nee, sag ich gar nicht, weil ich das selber kontrollieren muss. Dadurch schleiche ich die Fehler ein. Naja. Wir sind so wahnsinnig viel Strücken hier. Spürboden. So, Zauberstab. Ja, geht jetzt bitte ein Rauchen. Sagen wir in 10 Minuten. Also ich rufe in 5 Minuten ein, ne? Und dann geht es in 10 Minuten weiter, ja? In 5 Minuten habe ich keine Zigarette geraucht. Nein, dann hast du ja noch keine Zigarette. Jetzt streitet euch mal bitte nicht über die Länge einer Zigarette, sondern macht mal hinne. Christiane? Das ist ja wirklich zu fassen. Es passt gut zu meiner Stimme, aber irgendwie wollte ich nicht ein kleines Mädchen spielen. Ich dachte, ja, warum jetzt? Aber Herr Lachnit hat wirklich eine tolle Idee gehabt zu den Partien und wollte das nicht zu kindlich haben, was mir sehr entgegengekommen ist. Ich fand das wirklich gut. Das hat bei mir viel Resonanz gefunden. In die letzte Zeit, gerade vor der Premiere, fand ich es ein bisschen anstrengend. Und das weiß ich nicht, ob man das unbedingt dann mit auch. Aber ich sag's trotzdem, weil gerade dadurch, dass das so unklar ist, was mit dem Haus passieren wird. Jeder hat Ängste um seine Zukunft. Keiner weiß, wie das sein wird. Die Strukturen, die normalerweise funktionieren, wie eine gut geölte Maschine, ja? Die funktionieren gerade in der letzten Zeit funktionieren nicht so gut wie sonst. Und jeder kleine Hemmungen oder kleine in der kleinste Rad, das kommt dann durch die ganze Maschine hoch bis zu uns auf der Bühne. Und das hat es leider zu einem bisschen stressiger als sonst letzte Probezeit gemacht. Das war schade. Nicht, so sein wird auch nicht, wenn niemand aufs Erste schreit.
Jo, Moment, ich melde mich ab, ne? Theater. Alles klar. Jo. Ciao.